nach 6 Monaten Training geht es zum ersten Weltcup nach Australien. Riesenlange Vorbereitung und jetzt das erste Qualifikationsrennen für die Olympischen Spiele. Und dann kommt alles anders und ich habe mich richtig böse abgelegt, wollte über einen Baumstamm springen und habe nicht die nötige Höhe bekommen und bin dann eben voll über den Lenker geflogen. Dabei hat das Fahrrad mir das Bein nach hinten weggerissen und so lag ich dann da, versuchte aufzustehen, es ging natürlich nicht. Moritz war da zum Glück und ich bin dann auch relativ schnell abtransportiert worden. Das war alles relativ unproblematisch. Als ich natürlich im Krankenhaus war und da eingeliefert wurde, habe ich natürlich erstmal gehofft, irgendwie ist es nichts Schlimmeres. Als dann die Bilder kamen und ich habe einen Ausdruck bekommen, der wirklich gezeigt hat, was gebrochen ist, war ich natürlich erstmal ganz schön schockiert, weil mir natürlich bewusst war, dass irgendwie so eine gebrochene Hüfte echt eine ziemlich heftige Verletzung ist. Da war ich schon erstmal ganz schön platt und habe 2, 3 Tränen verdrückt. Ich habe 5, 6 Tage in Cairns verbracht. Das war auch ganz schön anstrengend, weil ich eben eigentlich unbedingt nach Hause wollte. Ich habe extra einen Privatjet bekommen, um eben nach Freiburg zu kommen. War eine ziemlich heftige Erfahrung auch, oder kuriose Erfahrung. Ein Arzt war mit dabei, ein Pfleger war mit dabei und eben 4 Piloten, weil die Flugzeit zu lange war. Es waren 27 Stunden mit 4 Stops. Bin dann auch in Basel sofort abgeholt worden mit dem Krankenwagen, um nach Freiburg zu kommen. Schon von Australien aus haben wir die OP geplant in Freiburg und da ging eigentlich alles auch ganz schnell. Ich wurde gleichzeitig an Hüfte und Schulter operiert. Habe auch Platten reinbekommen in beiden Teilen. Die OP ist zum Glück gut verlaufen. Ja, den Alltag habe ich ganz gut hinbekommen, irgendwo mit den Hilfsmitteln, Rollstuhl und Krücke. Sonst von der Bewegung her, es war halt nur möglich, irgendwo schwimmen zu gehen, ab und zu mal. Auch da problematisch teilweise, ich musste immer einen Gürtel nehmen. Und sonst habe ich halt nur leichte Übungen machen können zu Hause. Ich habe mir so ein Opa-Fahrrad gekauft, mit dem ich ein bisschen eine Bewegung machen konnte. Ja, der Support auf dem Weg zurück ist jetzt halt echt geil. Egal ob Physiotherapie oder Go Swift mit den Indo-Bikes, alle versuchen mich zu unterstützen, mein Kreiler Werksteam. Jetzt geht es wieder vorwärts und ich hoffe ab sofort nur noch sportliche Schlagzeilen.